geil wär's, wenn du das Handy, geil wär's, so nach oben, also da wo die Leiste oben ist, dass du einen Tisch sehen könntest und uns. Dann siehst du nicht die Süßigkeiten und müssen wir nicht immer reinhalten, weißt du schon. Das wär... Alter, musst du vielleicht schneiden. Musst du... Ja! Damit herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Taste. Und zwar heute ein bisschen hier, ein bisschen dunkel gemacht, hier auf der Kette. Weihnachten. Ne? Und falls jetzt irgendwer so meint, ja, ist ja Corona und wieder Lockdown, haben wir noch aufgenommen, bevor Lockdown war. Ja. Haben wir wieder neues Zeug? Haben wir wieder ein bisschen was vorbereitet? Schauen wir mal, was wir haben. Wieder Luigi war wieder einkaufen. Luigi, ein bisschen Weihnachtsedition. Na, wir schauen. Schauen. Schauen, ah. Luigi und Mario, Brudi. Also Mario. Einmal haben wir vor Pfanne einen Wintertee. Mit Honig. Mit Honig? Mit, also wenn man es erkennt, Honig. Kann man warm oder kalt, aber den trinken wir jetzt einfach ja, so. Ja, den trinken wir so. Das ist Zimmertemperatur. Klar, sind wir wieder da. Okay. Die gab es letztes Jahr schon. Mhm. Zimt Edition. Cola. Mit Cola. Zimt. Ja. Weiß ich jetzt schon, dass ich keinen Bock drauf habe. Und natürlich, hallo. In alter Manier. Wisst ihr Bescheid? Sponsor. So. Dann. Heute wird ein bisschen. Echte Brauspezialitäten. Bier. Das Weihnachtsbier. Gut, so, Weihnachtsbier haben wir. Weiter geht's, schauen wir mal, was haben wir noch. Ja, dann haben wir natürlich einmal, ne, muss ja auch ein bisschen, es muss ja nicht immer alles, ne, Kinderpunsch. Alkoholfrei. Tatsächlich schmeckt mir Kinderpunsch eh besser als Glühwein. Ja, und das ist nicht schlecht. Wir haben aber normalen. Ne, kein normalen, das ist weißer Glühwein. Ja, mit Alkohol. Wie viel andere? 9. Oh. Naja. Naja, das Bier hat 5-6, glaube ich. Hast du da geschummelt oder was? Hast du schon wieder geschaut? Ja, ja, moin. 5-6, Brudi. Okay, also, das waren die Getränke. Und dann natürlich, ich meine, wer kennt sie nicht? Weihnachten muss mal Lebkuchen hier heißen. Die, glaube ich, die Sunny Bitch Ass Standard Schoko-Lebkuchen, die kennt jeder. Die kennt jeder. Also, wer die noch nicht gegessen hat, der hat halt. Ja. Was verpasst? Weiß ich gar nicht, keine Kindheit gehabt oder was weiß ich was. Ja, ist doch so. Eieiei, was haben wir denn da? Haribo, frohe Weihnachten. Das sind ja ganz normale. Das sind einfach Gummibärchen. Das sind ganz normale Haribos. Das sind halt einfach Weihnachtsmotive drauf. Ja. Fake, fake. Was sind denn Fake? Fake-Scheiße. Das ist halt Fake-Scheiße, Brudi. Okay. Das ist das Essen, was haben wir noch? Oh. Der coole Nikolaus. Oh, Oreo. Weiße Oreo. Nikolaus. Ja. Machen wir kaputt. Ja, den wird jetzt eh gleich gegessen. Der wird zerstört. Wie machen wir das? Ja. Also, wie machen wir das auf klassische Weise? Ja, probieren wir gleich mal. Das ist kaputt. Ne, auf den Kopf kaputt. Ja, kann man machen. Also, ich glaube. Da, ey! So schaut der aus. Ne, weiße Schoki. Der ist kaputt. Wir wollten euch das Zeug vorstellen. Jetzt essen wir schon. Feste Liebe, gell? Keine Gewalt. Zwei. Kann man machen, zwei, ja. Sorry. Ich bin gewalttätig hier. Sorry, macht mal weiter. Unglaublich. So, die habe ich schon gegessen. Salted Caramel. Weißt? Twist and Fix. Man sagt sie ihm. Schauen wir, ob es so nice Zeug findest. Twix. Ja, ich finde nichts nice. Bei mir gibt's nie was nice. Die Dinger sind scheiße neu.
Salted Caramel Twix. Hab ich schon gegessen. Die habe ich schon lange gesehen. Aber die sind gut. Kann man machen. Okay, weiter geht's. Unglaublich. Ihr müsst euch vorstellen, die Videos zu machen, ist ja auch ein bisschen Arbeit, ne? Ja. Hier das Zeug einkaufen, neue Sachen zu finden, die vielleicht auch nicht jeder kennt. Sag's zu ihrem, halt mal ausschauen nach neuen Sachen. Ich finde nie was. Gibt nichts. Ist neu. Ja, kenn ich schon. Immer das Gleiche. Das ist halt einfach. Okay. Aber oh, was ist denn das? Lind. Lind Weihnachtsschokolade. Mhm. Klassik. Kann man das lesen? Klassik? Mit was für Geschmack oder was? Klassik einfach. Zimt, keine Ahnung. Ja, Zimt. Auch von Zimt und Koriander. Oh, mal schauen. Gibt's nur mit Punsch und mit Glühwein und mit. Cool. Lind ist eigentlich meistens immer gut. Meistens. Viele mögen es nicht. Also entweder, ich glaube, entweder liebt man das oder man hasst es. Was ist? Dominos. Dominosteine. Und zwar Zartbitter, Vollmilch und Weizenfrüchte. Ja. Ja. Was ist da los? Wer frisst denn den ganzen Schokihasen? Schokihasen wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das ein Schokohase. Weihnachtsmann. Wahrscheinlich ist das ein Schokohase. Meistens sind wir das, ist sie das immer bei dem. Na klar. Bei Ostern, weißt du schon. Ja. Okay, Leute, fangen wir an. Also, tun wir den Eis zuerst einmal. Eigentlich haben wir ja schon den Weihnachtsmann hier. Aber. Shake the, und natürlich, shake the also, ne? Zimmertemperatur, kalt. Das Bier, ich schätze, also das ist wohl selbst erklärend, dass das kalt ist. Das ist gefroren. Und für die Punschsachen haben wir hinten in der Küche dann Töpfe stehen, aber da machen wir dann einfach einen Cut. Macht mal warm. Das ist easy. Hi, Brudi, schau mal. Ja, safety. Almost, Bro. Shake mal ein. Schauen wir mal. Oh, nein, hau noch ran. Schwierig. Und zeig ihn den Leuten. Ui. Ja. Da kommt halt leider gleich so viel raus. Ui. Schmeckt ein bisschen. Also der riecht halt auch schon wie Kinderpunsch. Leicht Zimt, aber. Der schmeckt wie. Der ist ziemlich süß, aber geschmacklich. Was ist das? Der schmeckt wie. Das ist so Zimt mit künstlichen Früchten. Na, weißt du, wie der schmeckt? Der schmeckt wie so Kinderpunsch plus verdünnt. Erstmal das Gute. Verdünnter Kinderpunsch. Also finde ich jetzt nicht so geil. Ich würde jetzt mal 4 minus geben. Ist jetzt nicht so meins. Du? Ja, 3er. Das kann man schon trinken. Okay. Was hat denn der Zucker? Schau mal. Das ist wieder ganz wichtig. Ja, gell? Ja, der. Boah. Nicht voll. 7,7. Okay. 7 Gramm Zucker. Packung ist nicht Mikrowellen geeignet, steht extra drauf, weil es gibt bestimmt so Leute, die ja, schmeißen das einfach so. Oder bald! Viel Spaß! Ja? Viel Spaß auf jeden Fall dabei. Ja gut. Ja, wir haben ja den Weihnachtsmann gehabt. Das war ja das Essen, also können wir gleich mit trinken weitermachen. Welcher Weihnachtsmann? Ach welche so, Weihnachtsmann? Der, wo du den Kopf eingeschlagen hast. Ja, genau. Das war das Essen, jetzt konnte ich nur irgendwas bringen. Stimmt, eigentlich hätte ich den erst zeigen sollen, so, ja, so schaut der aus. Ja. Das ist immer gewalttätig. Okay, trink mal wieder. Das ist was. Immer gewalttätig. Das ist schlimm mit dem. Schlimm! Nochmal was trinken, warum? Ja, weil einmal trinken, essen, trinken. Ja, dann muss ich jetzt erstmal einen Schluck nach. Schuld, sorry, Bro. Junge! Ein Schwein. Na. Okay, was willst du probieren? Hier.
Okay, das gute Bier. Vom Mönchshof, da muss ich sagen, ist das Radler ja mega gut. Das ist das gut. Das Naturtrübe, ja. Radler. Ein Radler ist von denen gut. Okay, jetzt schauen wir mal. Blub. Ja. Geht besser. Also, der Schuss war 3 minus. Der Schuss war 3 minus. Ganz normal. Ja, es riecht wie Bier. Ah, okay. Ja. Es riecht halt wie. Ne, wie Bier. Mhm. Ja, und schaut aus wie Bier. Das ist eigentlich nur Bier und Stilllein. Ja, da ist ein bisschen. Ich glaube, da ist schon. Ja, mehr Alkohol vielleicht und sonst nichts. Ja, ich glaube, irgendein Weihnachtsgewürz oder was ist drin, aber das, ja, weiß ich nicht. Und na, da ist Wintergerste drin, deswegen glaube ich. Prost, schauen wir mal. Oder Winterhopfen oder was weiß ich, irgendein Winterscheiß. Schmeckt ganz normal. Ganz normal, ich schmecke jetzt da keinen Unterschied. Ich trinke selten das normale Mönchshof. Ja, aber. Also Mönchshof ist nicht meins. Ist ein Zwarer, sagen wir. Es geht. Lol. Ja. Jetzt war das. 3 minus. Kann man machen. Ich finde besser. Augustiner ist natürlich ein 1. Das ist natürlich ein 1. So, jetzt ich haben wir. Ich würde jetzt erst einmal die. Jetzt lass mich mal kurz was hier ein bisschen ausschwappen. Die Würste, oder wie? Die schon? Nein, erst die Salted Caramel da. Ah, okay. Probieren wir mal. Die Salted Caramel hier. Schlechte Idee. Bierschaum mit Wasser verdünnen, macht es nicht. Mag ich nicht. Okay. Machst du schon wieder ohne mich weiter? Nein, ich hab da eins hingelegt. Warum denn ein ganzes? Also, was wollen wir eins machen, oder? Ja, da sind doch zwei Stück drin, so drum. Okay. Du jetzt echt ein ganzes wieder essen. Das ist wieder Mr. Hanky. Ganz normal. Na, dann halt nicht. Ja. Schmeckst du die? So harten Dinger? Wenn man drauf beißt, merkt man Salz. Mhm. Ja. Ja. Bisschen Salz kann man mal. Zwei bloß. Ja, sollte Caramel ist gut. Kann man machen. Mhm. Ja, zwei. Mhm. Ist gut, ja. Weißt du mal, was denke ich hier? Echt jetzt? Ja, kann ich besser nachschwappen als. Okay. Ich habe tatsächlich früher, wo ich klein war, habe ich früher schon immer Brezen oder Brezenstangen mit Nutella gegessen. Ja klar, immer. Und da haben wir gehört, ja, wie kann man das nur essen? Ja klar. Ja, also das ist normal, der kommt ja aus Amerika, jetzt ist es auf einmal toll, weil es aus Amerika kommt. Brezen mit Nutella und Salz, geil. Geil, mega. Ja, fertig. Oder Brezenstangen, einfach Brezenstangen aufgeschnitten, Nutella rein. Geil. Okay, was macht man? Ding, ja, oder was? Cola. Okay, wir haben ja dann bloß noch. Punsch. Ja, ja. Ja, dann machen wir halt Essen dann noch später. Okay, Zimt Edition. Das ist deins. Ja. Mhm. Riecht schon ein bisschen nach Zimt, ne? Riecht ein bisschen. Also riechen geht, aber schmecken. Howdy voll, jawohl. Howdy, nein, jawohl. Alles klar. Ja, du Wichser, Alter. Ja, okay. Ne.
ist jetzt nicht so meins. Boah. Oh, nee. 3 Minusgewürze mal. Das ist jetzt nicht so meins. So Cola mit Zimt. Der Nachgeschmack hinten raus, weißt du? 3 Minus. Butter. Weißt du, das jetzt schmeckt wie so ein scheiß Big Red. Ich hasse das Zeug. Ja, so 4. Ähnlich. Nein, also 4. Das ist ja 4, okay. Das ist ja 4. Also, ja, das ist ja. Muss man mengen. Muss man mengen. So, sorry. Ja, also jetzt halt, halt ist Weihnachten, Leute. Schön, mal an. Sehr besinnlich heute. Sehr besinnlich. Okay, erst haben wir Gewalt. Gewalt. Jetzt auch noch hier die ganze Zeit. Die Schokolade. Leute, die umeinander speien. Mach mal durch. Sag mal, kann das sein, dass wir irgendwie 6 Sachen zum Essen haben? Ja, wir haben die auch noch. Ja, nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Okay, mach. Ich hätte jetzt eigentlich die Gummibärchen gemacht. Weil das Zeug, das kannst du besser zu dem Glühwein essen, oder? Dann macht man die Haribos. Für Weihnachten. Das sind einfach geile Haribos, bloß anders geformt und ja. Ja, dann machen wir auch. Geil ist, wenn jetzt der Geschmack so. Weihnachtszimt oder so. Ja, immer oder alles so Zimt. Weißt du, was halt das Problem ist an Weihnachten? Wenn du irgendwie so Weihnachtsedition ist, ist es immer Zimt. Ja, Zimt ist immer klar. Zimt. Also Orange. Ja, ist nicht wie Gummibärchen. Ist ja nicht so wie normale. Ja. Ja. Salz. Ja. Ja. Erst einmal lauer geschmissen. Ich schmeiß wieder die Hälfte ab. Gut, dass ich halt gesaugt habe. Was ist denn das? Einmal ein Tannenbaum. Dann haben wir einen Schatten, eine grüne Glocke. Schön ganz normale, gute Haribus. Braun Stiefel. Ja. Hm. Bloß alles gefärbt. Geformt, malen, gefärbt. Hm. Jede halbe kennt man, oder was? Kennt man, genau, du sagst es. Ja, ein Wunder. Haribus ja. Ist immer geil. Ja, komm, wir haben noch eins, dann noch Haribus. Hm. Mhm. Haribo macht geiles Zeug. Also ich glaube heute ist wieder das seriöseste, bis auf die ganzen Rülpser und die Gewalttat am Anfang. Ne, weil gewalttätig. Ich glaube ich wird so. Das seriöseste, weil alles das positiv, nichts schmeckt eklig. Genau. Eckelig. Eckelig, ja gut. Eckelig. Vielleicht. Die ist geil. Die kenne ich, die kenne halt ich schon. Und Dominosteine sind auch geil. Die kann man essen, ja. Und die Lebkuchen sind gut. Was willst du jetzt machen? Noch was essen, oder? Was? Wir machen mal den warm, warm nicht, ja. Nicht heiß. Nein, heiß nicht. Und den machen wir auch warm. Ich habe da 2 Töpfe stehen. Und dann würde ich sagen, wenn es warm ist, sehen wir uns gleich wieder. Ich habe tatsächlich noch nie Glühwein gemacht. Ne? Alles, aber alles bloß erhitzen. Ja. Wenn man keine Mikrowelle hat, dann macht man es eben schon. Ach, das macht man nochmal in der Mikrowelle, oder was? Ja, kann man. Geht aber so auch. Also, ja, wir machen einmal die und einmal die. Dann nimm natürlich bloß die kleine, aber was will ich jetzt mit der großen? Hau voll die Hütte! Ist den hier gleich noch? Ja, hätte ich die Kinderpunsch, ne? Mhm, mhm. Der weiße? Ja, der knallt schon. Boah, der riecht herb. Ja, hauen wir auch ein bisschen was rein, oder? Alle, alle. Ja, alle Flaschen weg. Was sagen Sie dazu? Wir haben natürlich. Oh, die guten Vanillekipferl. Die guten selber gemachten Vanillekipferl. Mhm. Kann man ja dann dazu natürlich auch noch essen. Das ist Weihnachts-Edition pur hier. Ja, dann erhitzen wir es und dann. Und dann würde ich sagen. Sehen wir uns. Sehen wir uns gleich wieder. Da wieder, hau wieder. Herzlich willkommen zurück. Ja. Der Kinderpunsch ist. Man sieht es jetzt nicht ganz, aber er dampft. Ja, der, weil der riecht wie du ihn kennst. Von früher als Kind. Ist geil, ja. Christkindlmarkt. Aber sowieso, was ist das? Oh, ist doch was. Ja. Kann, probier mal. Du schützt doch da jetzt nicht. Halt auf, du schützt doch da jetzt bitte kein Wasser rein.
Schmeckt genauso wie früher. Ja. Wüstenkälte. Hast du da jetzt echt Wasser, ne? Nein, hab ich nicht. Ich hab bloß aufgemacht. Ist gut warm. Ja, es ist gut warm. Jetzt haben wir es. Ja, finde ich. Ja, kann man machen, ne? Zwei. Ja, schon. Ja, doch, kann man gut. Kann man machen. Ja. Also das ist jetzt der normale. Der weißen, den probieren wir jetzt ja gleich. Ja, wenn halt die Tasten leer sind, dann schütte ich das da rein. Ja. Die Domino-Auslese. Warte, magst du Dominos? Mhm. Hast du schon mal weiße Dominos gegessen? Nein. Ich auch nicht. Nur Vollmilch oder Zartbitter. Oder Zartbitter. Genau. Aber weiße Dominos. Und man war natürlich, ich meine, eventuell erkennt es ja irgendwer in der Metro einkaufen. Hausmarke. Und in der Metro, da hat es so einen Meter Dominos gegeben, der hat 50 Euro gekostet. Boah. Weil man auch so denkt, so, ja moin. Na, die lange, die kommen. Also ich würde jetzt gleich mal so einen weißen essen. Ja, gehen wir einmal an, dann schauen wir mal, weil den kenne ich. Also ich meine, jeder kennt ja, da ist Marzipan drin, so ein Lebkuchending und so Gelatine drum. Aha. So schauen die von innen aus. Mhm. Ja, so Dominos, ne? Das halt der Weiß ist natürlich gescheit süß. Ja. Ja. Aber das Weiße schmeckt mir fast kaum. Das ist Vollmilch und das ist Zartbitter. Das ist Zartbitter, ist Vollmilch da. Und da kriegst du nicht raus, ne? Ja. Bitte. Ja, und die schauen halt genauso aus, ne? Und legt in der Mitte so Gelatine oben Marzipan. Ich finde mit Zartbitter oder normale Vollmilch schmeckt das irgendwie geiler. Ja, doch. Da. Also die normale Schokolade, dunkle genauso. Oder Vollmilch schmeckt geiler als die weiße, finde ich. Tatsächlich, ja. Da ist Zartbitter das Beste eigentlich, muss man sagen. Ja. Wer es mag, also ich sagen zwei. Ja, zwei plus. Die. Also wer es mag, auf jeden Fall. Zwei plus ist gut, ja. Heute sehr positiv, alles sehr gesittet. Weihnachten kann man sich auch mal zusammenreißen, außer man schlägt am Weihnachts-Nikolaus den Kopf ab. Genau. Ja. Na, aber heute sind echt gute, geile Sachen dabei. Ja. Also, zumindest bis jetzt, wir haben noch die Schokolade. Ja, und die haben wir noch. Ja, aber die schmecken geil. Ich kenne halt jeder, die schmecken halt auch alle gleich. Egal welche du dir kaufst, die schmecken halt alle gleich. Sind fast alle gleich, ja. Aber ist so schöne Wärme von innen auch. Ja. Nicht so wie Tee. Tee ist anders. Finde ich ja. Alter, mir ist schon wieder warm. Und wir haben noch einen anderen. Was soll ich sagen? Ich habe einen Pulli zu Hause an. Ich habe zu Hause nie einen Pulli an. Das ist ein Pulli. Ja, du bist ja auch nicht normal. Wo ist der jetzt? Ja, ich fülle jetzt mal kurz an, oder? Okay. Schauen wir mal, sieht man das? Da hinten in der Küche. Ja, vielleicht. Ich mach Licht an, weil ansonsten nicht da sitze ich an oder neben Schritt. Jetzt bin ich gut beleuchtet. Ja, moin, Rudi. So. Das sollte man nicht machen. Du sollst nicht schnupfen, du sollst trinken. Das sollte man nichts machen. Oh, leck. Probieren wir mal. Die sind jetzt wieder brennhaus, ne? Ja. Außer? Ja, warte. Ah, ne, halt danach essen wir wieder was. Oh, hupsi. Ne, so. Alles noch ruhig. Hast du verschluckt? Boah, ist der herb. Herb. Der geht im Brunnen. Den kann man trinken, ist nicht halt. Wahrscheinlich hätte er halt auch noch irgendwie, weil wahrscheinlich hättest du nur Zimtstange zum Schmeißen sollen. Ne? Trink mal, ey. Alter, also beim Runterschlucken dann hier. also. So, herb. Ja, gescheit süß halt wieder, ne? Ja, ist halt Glühwein. Geschmacklich. Finde den anderen jetzt besser? Ja, ich sage, ich finde Kinderpunsch halt auch besser tatsächlich. 3-, sagen wir mal. Ja. Ja. Schließe ich mir an. Okay, dann lassen wir den dabei hier stehen. Probieren das da, die Schokolade. Also ich. Nee, die Schoki will ich zum Schluss machen. Tatsächlich. Also, wir haben das. Jetzt mal die. Pechanka Longas. Der Typ, nur fressen hier. Nur Lebkuchen. Lebkuchen, Brudi! Der Glühwein kickt schon! Ja, mein! Bier! Glühwein. Glühwein, der ballert. Ja, jede Häube kennt man beim Butzer. Ja, haut alles rein. Alles. Ich meine, die Packung brauche ich euch jetzt nicht großartig zeigen, glaube ich. Das sind jetzt natürlich einmal Brezen. Magst du Brezen?
Nein. Magst du ein Herzl? Ja, ein Herzl. Da ist ein Herzl schon. Ja. Optimal. Super. Der Herzi. Und dann sind auch noch Sternis dabei. Für jeden etwas. Okay. Prost. Ich hab tatsächlich immer, wenn früher mit meiner Schwester und so, wenn wir so Dinger daheim gehabt haben, hab ich immer geschaut, dass ich die Brezen kriege. Weil die Brezen haben ja, ne? Wenn es geheißen hat, du hast einen Liebkuchen, hab ich immer geschaut, dass ich Brezen kriege. Mhm. Weil ich ja, ne? Mhm. Brezenkuchen. Ist ja Wahnsinn. So eine Brezen. Ja. Ja, schon, die schmecken halt. Ja, zwei. Gut ist halt nicht mit so zwei, ja. Wahnsinn, ist halt innen drin weich, nicht so körnig wie ein normaler. Was schon mit so. Das ist die Vanillekipferl. Ich meine, was ist natürlich ein Einser? Ja. Ein Einser sind ja wohl dann bitte die selbstgemachten selber gemachte Vanillekipferl. Und die mache ich. So. Essen tut jeder, aber machen das ich. Ja, selber gemacht ist halt selber gemacht. So, jetzt die Schokolade. Lind. Das ist dein Glühwein so laut, oder? Ne, bloß immer einen Schlucker. Aber halt. Nein. Der reißt es wieder ganz auf. Nein. Gut, das ist ein. Ne, Lind ist natürlich auch immer schön hochwertig einpackt. Ja. Möchtest du aufmachen, ja? Ja. Vorsichtig. Das ist ein Stückel. Ja, dann schauen wir mal. Ja, das ist halt so Musteln. Der ist halt auch ein Einser. Aber es schmeckt nur noch Zimt oder so. Doch. Mhm. Doch. Ja, okay, zwei. Zu sahnig für mich. Genau, im Nachgeschmack. Sahnig. Weil es muss so, aber sonst zimtmäßig null. Aber jetzt war er, ja, kann man machen. Mhm. Ja. So Leute, dann haben wir es. Sind wir durch? Darauf erstmal lieben. Ja, und ich würde sagen, wir machen die Flasche noch leer. Wir saufen die aus. Wünscht euch frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, gutes neues Jahr. Und dann hoffen wir, dass 2021 hoffentlich besser wird, endlich wieder besser wird. Ja. Bis dahin, haut rein. Bleibt gesund. Ciao. Also ich würde sagen, da ist der Tommy. Ne? Sag mal hallo. Peace. Jetzt haben wir gerade das letzte Test aufgenommen. Und naja, ich würde sagen, es glaube ich gibt jetzt ein bisschen eine Ausspeise. Kleiner Getränkeunfall. Aha! Hau voll! So, den haben wir auch neu! Prost, ne? Prost!